Und es geht nahtlos weiter auf dem Startplatz Nummer 6. Für euch die zweite Frau des heutigen Abends. Aus Wuppertal angereist. Studiert hat sie in Heidelberg, Essen und Dortmund. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und Lehrerin. Und sie ist heute, Ruhe jetzt, unter Einsatz ihres Lebens nach Esslingen gekommen. Ja, nee, nicht oh, wuh heißt das. Genau. Sie ist nämlich um 8 Uhr in Wuppertal in eine Mitfahrgelegenheit eingestiegen. Diese Mitfahrgelegenheit kiffte. Kiffte, imperfekt, kiffte. Hat gekifft, hatte gekifft. Plusquamperfekt. Vielleicht hatte, es war 8 Uhr, vielleicht hatte sie auch schon gekifft. Warum eigentlich sie? Es war ein Er. Die Lüftung war kaputt, also Fenster auf bei minus 3 Grad auf der Autobahn. Kann man sich schon mal eine Lungenentzündung holen? Daran hat sie sich rausschmeißen lassen am Rastplatz und hat per App, Luigi, das wäre dein Einsatz gewesen, nach einer neuen Mitfahrgelegenheit gesucht. Sie hat es trotzdem hierhin geschafft. Hier ist die großartige Verena Romoth! Einen wunderschönen guten Abend, ich bin Verena und mein Vortrag heute heißt Deutsch für Liebhaber. Das ist das, was ich heute Abend mache. Tagsüber mache ich das. Heute Abend geht es um den Wortschatz. Und zwar beschäftige ich mich mit dem Wortschatz besonders auf der Bedeutungsebene der Wörter und da besonders auf der Bedeutungsebene der Wörter, wie sie in den Köpfen von Kleinkindern konstruiert wird. Jetzt denkt der eine Schüler beim Thema Wortschatz vielleicht hier dran und der andere Schüler denkt beim Thema Wortschatz hier dran. Auf der linguistischen Ebene geht es heute Abend um Komposita. Komposita sind aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Treppe, Haus, Treppenhaus, Wortschatz, Wortschatz. Streng genommen können sie natürlich aus beliebig vielen Wörtern zusammengesetzt sein, zum Beispiel Landesfilmdienst. Dann wäre Land, Film und Dienst. Und dann kann man das aber trotzdem wieder so hinführen, dass es dann aus zwei Teilen zusammengesetzt wird. Andreas hat ja vorhin die Frage aufgeworfen, besteht das Wort aus Landes- und Filmdienst oder aus Landesfilm und Dienst? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich wollte das nur mal so wirken lassen. Komposita. Unter anderem, neben anderen Dingen, gibt es voll motivierte Komposita. Da kann man aus der Bedeutung der einzelnen Elemente eindeutig auf die Bedeutung des ganzen Wortes schließen. Und es gibt teilmotivierte Komposita. Da kann man aus der Bedeutung der einzelnen Teile nicht eindeutig auf die Bedeutung des ganzen Wortes schließen. Ein Beispiel für ein voll motiviertes Kompositum ist der berühmte Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Wenn wir also hier die Bedeutung von jedem einzelnen Teil kennen, dann kennen wir automatisch auch die Bedeutung des ganzen Wortes. Ein weiteres Beispiel ist das Wort des Jahres 1999, gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. Das Wort heißt Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Auch hier bleiben also im linguistischen Sinne keine Fragen offen. Ein drittes Beispiel habe ich euch mitgebracht. Von einem schwäbischen Haushaltswarenhersteller gibt es dieses Gerät. Wer kennt's? Wer hat's zu Hause? Da muss ich nicht erklären, wie es funktioniert, aber wer weiß, wie es offiziell heißt? Alle zusammen, 1, 2, 3. Es ist der Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Ganz genau. Jetzt kommen wir zu einem teilmotivierten Kompositum, weil da, wie gesagt, die Bedeutung nicht eindeutig ist, habe ich euch jetzt nicht das Wort als solches mitgebracht, sondern ich habe ein Bild dazu gemacht. Und ihr könnt mal überlegen, was es ist. Und wer eine Idee hat, was das sein könnte, darf das auch einfach reinrufen. Das ist eine Arschgeige, genau. Ein Wort, das, wenn man eine Weile darüber nachdenkt, eine ganze Reihe von Bedeutungen haben könnte. Jetzt habe ich mir also folgende Frage gestellt.
Wir halten ja Wörter in der Regel für eindeutig, einfach weil ihre konventionalisierte Bedeutung uns so selbstverständlich erscheint, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass es auch noch was anderes heißen könnte. Kinder sind da aber nicht so vorbelastet und deswegen habe ich erst geschaut, welche Bedeutung erschließen sich Kinder, wenn sie mutmaßlich die Bedeutung der einzelnen Elemente kennen, aber nicht die Bedeutung des ganzen Wortes. Das habe ich gemacht mit folgender wissenschaftlicher Aufgabenstellung: Maler zu diesem Wort. Ein Bild. So, das ist das erste Bild, was mir ein Schüler gemalt hat. Wer hat eine Idee, welches Wort dahinter stecken könnte? Es ist nicht Rollrasen, es ist auch nicht irgendwas mit Schnecke. Also wir haben hier eine Wiese, wir haben so Augen, die auf der Wiese sind und die Augen haben auch noch Zähne. Das ist eine Augenweide, genau. So. Wenn wir jetzt mal gucken, was von uns erwartet wird, was wir denken, was wir auch alle denken, ist eine Augenweide, die ist ein sehr schöner ästhetischer Anblick, den jemand oder etwas bietet. Vielleicht ist eine Augenweide aber auch eine Weide, die aus Augen besteht. Augen, die auf einer Weide wachsen. Das Augengeweine. Ne? Wir lesen kleines, kleinen Vorteil. Drittes Schuljahr. Und aus der gleichen Kategorie, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, haben wir das Augeweide. Finde ich auch sehr schön. So, weiter geht's. Wer hat eine Idee, was das hier sein könnte? Ja, genau, das ist der Armleuchter. Ein Armleuchter ist also entweder tatsächlich ein Leuchter mit mehreren Armen oder wird salopp gebraucht für einen blöden Kerl, für einen dummen Kopf. Kinder dachten sich auch, ein Armleuchter ist vielleicht ein Arm, der eine Lampe hält. Das ist eins meiner Lieblingsbilder aus dieser Präsentation, weil das Kind, das das gemalt hat, auch dritte Klasse, hat mir gesagt, Leuchter, ne, das ist ja Mehrzahl, deswegen stehen da schon welche im Regal. Und dann kommt er und bringt noch was dazu. Vielleicht ist ein Armleuchter, aber auch sind das Lampen als Hände oder sind das leuchtende Accessoires, die man am Arm tragen kann. Oder auch der Star Wars Armleuchter. Das hat ein Mädchen gemalt übrigens. Großer Star Wars-Fan. Was könnte das hier sein? Ein Ohrensessel, ganz genau. Ohrensessel, der ein Sessel mit hoher Rückenlehne, an der seitlich Kopfstützen angebracht sind. Vielleicht ist es aber auch ein Sessel, der in einem Ohr steht. Ein Ohr, das im Sessel sitzt. Ein Sessel mit Ohren. Ein Ohr als Sessel, auch sehr schön hier in der Draufsicht gezeichnet. Oder Man weiß es nicht. So, was könnte das hier sein? Nee. Wer hat eine Idee? Ja, wir sind jetzt schon auf Level 2. Ich glaube, ich habe es gehört. Ja, sehr gut. Genau, das ist ein Buchhalter. Ein Buchhalter ist also jemand, der die Geschäfts- oder Rechnungsbücher eines Betriebes führt. Vielleicht ist ein Buchhalter aber auch ein Stehpult. Ein Gegenstand, der ein Buch auf einer bestimmten Seite offen hält. Eine Buchstütze. Ein Bücherständer. Oder ein Bücherregal. Letztes Beispiel für heute Abend. Was könnte das sein? Das Pantoffeltierchen. Ganz genau. Ein Pantoffeltierchen ist ein in seiner Form an einen Pantoffel erinnerndes Wimperntierchen. Wenn man im Mikroskop guckt, sieht es so aus. Wenn man im Mikroskop nicht guckt, entgegen einiger Verschwörungstheoretiker, sieht es trotzdem so aus. Auch wenn man es dabei nicht beobachtet, sieht es so aus. Vielleicht ist es aber auch ein Pantoffel als Tier. Oder aber es ist ein Tier, das aussieht wie ein Pantoffel. Es ist ein Tier, das in einem Pantoffel wohnt. Es ist ein Tier, das Pantoffeln anhat. Es ist ein Tier, das mir die Pantoffeln bringt. Es ist das Kartoffeltierchen. Guck mal, Frau Rohmuth, ich habe das Kartoffeltierchen gemalt. Das hast du prima gemacht. Ach, und du bist der Sitznachbar? Hast du abgeschrieben? Ich glaub schon. Woher weißt du das?
Du hast nur die Kartoffel gemalt. Ja, wir machen noch ein Tier, das einen Kartoffel auskackt. Ja, kommen Sie doch bitte mal zum Elterngespräch. Was ist da los bei Ihnen? Frau Rummert, ich habe das Pantoffeltierchen gemalt. Das Gelb ist der Pantoffel, das Grau ist der Elefant, der in dem Pantoffel wohnt. Süß, ne? Man weiß nicht, ob das ein sehr großer Kartoffel oder Pantoffel oder ein sehr kleiner Elefant ist. So, was haben wir jetzt in den letzten 8 Minuten gelernt? Wörter sind in ihrer Bedeutung gar nicht so selbstverständlich, wie wir als geübte Sprachhandelnde oft meinen. Und Kinder finden kreative Möglichkeiten, um Bedeutung zu konstruieren. Und in dem Sinne möchte ich euch alle jetzt noch einmal bitten, zu überlegen, was man sich alles vorstellen könnte unter einem Käseigel. Dankeschön. Das war für euch in knapp unter 10 Minuten die Frau, den Duden, die den Duden immer unter der Jacke trägt. Verena Rummert!